Wie willst du das dann machen? Musst du dann jedes Mal das alles machen, wenn du verreckst? Nee, das nächste Mal werde ich, kurz bevor ich das mache, einfach speichern. So, oh, er schwimmt hier schon rum. Kannst du scannen sogar. Das ist einer der wenigen Bossfights, die du scannen kannst, bevor er beginnt. Bevor der Kampf losgeht, ja. So. Alpha-Block. Gewalttätiger Anführer eines Blocks. Gewaltiger, nicht gewalttätiger. Aber gewalttätig ist er auch. Imposanter Wasserbewohner, der seine Gegner mit einem Schallstoß angreift, teilt die Stärken und Schwächen seiner kleineren Brüder. Der Alpha-Block ist das größte und stärkste Männchen eines Schwarms. Im Kampf setzt er eine betäubende Attacke in Form eines Schallstoßes ein. Treffen diese Schallstöße, führt dies zu einer Störung der Visosystem und Waffensteuerung. Seine drei gigantischen Maulpartien sind bedrohliche Waffen. An diesen Stellen lässt sich die Kreatur... Toll. Er hat einfach, eine Leiterbeam. Stimmt, ja. Das Viech ist ziemlich stark. Ja. Aber hier, ja, genau, bei den Dingern kannst du dich aufladen. Ich würde aber den Lightbeam benutzen. Ja. Ja, damit dein Darkbeam aufgeladen wird. Ja, aber später ist ja eh dunkel. Nein, der wird nie dunkel. Echt nicht, vertrau mir. Es gibt keinen dunklen Alpha-Block. Trust me on that. So, ich bin voll, soweit man das voll nennen kann. Ja, den Lightbeam wirst du jetzt eher weniger brauchen. Das ist jetzt wie wenn ich mit dem Tabs Level 2 in die Liga gehe. Ja. So. Nee, ist Taubsi schon auf Level 70, aber nee, nichtsdestotrotz. Ja. Zum Glück habe ich hier wiederum Technologie der Luminov. Die glücklicherweise den Gravity Suit. Einfach ein Jetpack. Simuliert. Einfach ein Jetpack, die den Gravity Suit simuliert. Nur mit Extras. Macht! Unbegrenzte! Da war's nur so. Das war ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für. So, Gravity Booster halten. So, springen, unter Wasser B drücken, noch während der Bewegung erneut B drücken. Danach B gedrückt halten, um einen langsamen Aufwärts zu erhalten. Voll die Base. BBB. So, okay. Im Prinzip, ich habe eine klare Sicht, ich kann mich frei bewegen und ich kann normal springen. Und wenn ich nach dem zweiten Sprung nochmal springe, dann kann ich mit dem Jetpack wie ein bisschen nach oben düsen. Kannst du mit dem Ding nach oben gehen? Okay. Dann enjoy the fight. Warte, okay, so sollten wir nicht eine neue Aufnahme machen? Wir versuchen es. Okay. So, jetzt kommt einer. Nach dem Boostball finde ich einer der schwersten Kämpfe. Und ich weiß echt nicht, ob ihr das packt. Also, die erste Hälfte ist easy, aber dann wird er plötzlich irgendwie richtig aggro. Wer ja Spaß hat, den Button gepresst. Release Chainsaw. Ja. Release Alpha Block. So, Alpha Block. Was für ein Team hast du? So ein Minibus-Film. Okay. Das gleiche wie beim Bombenwächter. An sich ist es simpel, er springt auf einen zu. Also rast auf einen zu, wir springen seitlich zur Seite und schießen noch in den Mund. Das ist an sich die Prozedur. Das dauert jetzt halt weiter. Man könnte sogar mit einer Super mit reinschießen. Ja, ja, aber ich würde mir alles sparen. Alter, das sieht immer so knapp aus, aufgrund des Lags. Echt? Mhm. Weil das ist übel so, ich weiß nicht, wirst du getroffen oder nicht. Aha. Ja, ist wirklich ziemlich knapp. Ich sehe sogar die Augen von Sam, der Bee wirklich vor der Fresse trifft. Also wenn der Kampf einfach nur so wäre, wäre es ja voll okay. Ja. Na gut, er ist im Prinzip einfach nur so. Also ich würde ja gern sagen, so wie es bisher abläuft, wir overestimaten ihn einfach.
Ja, aber der finstere Alpha-Block ist einfach zu. Es ist kein finsterer. Der bleibt Alpha-Block, immer. Wirklich. Wieso habe ich dann im Kopf eine Katze, mit der sich verwandelt und dann in die Kamera weist? Er breicht die Kamera. Ja, quasi so. Ja. Na gut, das sehen wir dann, sobald sein Health-Level hinter dem B ist. Und sich ja den Bindestrich nimmt. Ich habe immer das Gefühl, dass er sich selber verletzt, wenn er gegen die Wand ja, geht. Aber ich dachte am Anfang so, besiegst du ihn. Ja, voll. Alter, wie viel Schwung der aber holt aus so einer kleinen Distanz, damit er in der Wand stecken bleibt. Und dass er nicht dazu lernt. Dammit. Wasserboss ist Dix. Es ist Dix, sondern Dumbass ist. So den ein scheiß Tier. Ja. Was sie must destroy. Ja. Cyborg. I must destroy. Repeat process. Until enemies is destroyed. Genau. Okay, ab jetzt müsste halt. Langsam aber sicher. Ja? Ja, der ist schon noch 50. Ah. Ja, ist schon was. Ohne Difficulty hier schweres auszuweichen. Eigentlich nicht, ne. Okay, da haben wir nur overestimated. Sicher, dass er sich nicht verwandelt? Ganz sicher. Der müsste sich verwandeln, wenn es irgendwo bei P ist. Ah, bei 25%. Nee, also verwandeln nicht. Wirklich nicht. Es gibt keinen dunklen Alpha Block. Weil die Sache ist die, du hast mir immer eingeredet, es gäbe einen dunklen Alpha Block. Und ich denk so, hä, fuck, ich hab den Scan nicht verpasst. Ich hab den Scan verpasst oder was? Da hab ich mich informiert bei Wiki und der hat keine dunklen Alpha Block. Und gibt nur den normalen dunklen Alpha Block. Dunklen Block. Ja, eben. Ja. Ja, aber dieser Boss hat keinen Glück. Und es ist lustigerweise der einzige Underwater Boss in der kompletten Metroid Prime Franchise. Ja, ist auch gut. Ja, ist auch gut. Hey, ich glaube, das tut ihm nicht weh, wenn du es nicht seine Fresse abknallst. Nur so, wenn der Schwanz dahin ist. Was? Ich glaube, wenn er mit dem Schwanz in der Wa- wenn du seinen Schwanz abknallst, das tut ihm nicht weh. Doch, ein bisschen. Okay. Weil ich sollte den Darkbeam so nicht verschwenden. Solltest du nicht. Wobei es jetzt schon passiert ist. Hast du nicht schon eigentlich die Darkbeam-Kombo holen können? Jetzt ist er dieser Rage-Mode. Ah, okay. Jetzt, sobald er so rumschwingt. Mhm. Was? Aha, hätte ich glaube ich keinen. Ach stimmt, du probierst nicht sogar Shockwaves? So, jetzt an sich muss ich noch diesen kleinen Flecken Energie von ihm down kriegen. Genau, jetzt kommt die Shockwave zu Scheiße. Und das Glück, dass der ganze Kampf davor eintönig war. Ja, ey. Ich habe mir das viel schwerer gemacht. Ja, wie gesagt, wir haben ihn einfach nur überschätzt. Ich meine, gut, es ist noch nicht getan, aber so wie es gerade aussieht. Ja. Vermutlich mal. Ist es ein One-Hit-KO gegen ihn? Ja, an sich habe ich ihn gleich. Ja? Und wir haben uns Sorgen gemacht, Alter. So, er ist tot. What the fuck, das war ja voll easy. Guck mal, keine dunkle Version. Komische. Da war ich einfach nur so terrified als Kind, dass es mir eingeredet hat. So, und er hinterlässt. Ah ja, wieso auch? Ich habe ja nicht. Ha! Die Hochdüsen. Piece of cake! Okay, jetzt würde ich dir empfehlen zu speichern. Ja, jetzt gehe ich sofort speichern. Kurz mein super Dark Beam auf. Yeah, right. Trash.
ich sogar beide aufgefüllt. Perfekt. So muss sein. So. Meine Angst, Hammers ist voll. Hm? Irgendwie. Keine Ahnung, die linke, ihre linke Hand ist nonstop frei. Wieso benutzt ihr die nie, nicht, um Kanten zu greifen? Ja, ey! Lazy bitch. Voll blöd eigentlich. Oder ihren Gegnern mal den Mittelfinger zu zeigen. Das ist nicht du. Naja, okay. Egal, aber sie können ruhig Ridley mal den mittleren zeigen. Are you again? So. Eigentlich haben wir jetzt schon das Schlimmste hier unten überstanden. Ja, aber war nicht ganz, aber wir nähern. Das Schlimmste da unten? Ja, das kommt ja. Eigentlich. Da unten gut, ist vorbei. Ich habe ihn immer. Ja, nee, nicht ganz. Wir müssen jetzt nochmal nach unten. In die dunkle Version. Oh. Oh oh. Kommt jetzt das, was ich denke? Ja, wenn du etwas sehr, sehr Bades im Kopf hast. Oh, really? Dass es auch ein bisschen tardig ist, dann ja. Bad ist aber tardig. Wir spielen noch nicht Prime 1 und sind nicht in Pedrana. Tardus. Also an Tardus habe ich gedacht. Weil er ist badass und tardig. Ja, okay, ja, ich vermute der Grapple-Wächter. Oder der Powerbomb-Wächter. Powerbomb ist. Eben, das dachte ich mir nämlich, dass er das nicht ist, weil wieso ist er badass und tardig? Deswegen ist es der Grapple-Wächter. Ist das schon über Grinchon? Das ist scheiß Grinchon. Ja, ja, so, es muss der Grapple-Wächter sein. Weil den brauchst du jetzt. Ja, warte, und dann kannst du eigentlich nach den Keys suchen, oder? Und eigentlich dann, schon. Aha. Dann, yep. Damn it's on. Darauf freue ich mich schon. So, jetzt geht's. Gott, ich hasse den dunklen Äther. Mm, ja. Weil hier ist alles voller scheiß ja. Jäger. Egal, wo du hingehst. Jäger-Ings sind. Das hier sind übrigens geile, dunkle Menschen. Ja, die Menschen. Haben nur ein Auge, glaube ich. Die sind richtig geil. Ja, aber terrifying as fuck. Warte, die haben keinen Scan für die? Stell dir vor, hier wäre in der dunklen Version ein Loch drin, GG. So ein Loch in der Röhre und beim Schießen an Mew. Genau, hier kommen jetzt Jäger hin. Ah, hier ist der Bossfight ja schon. Ja, also ich bin im Raum, nur halt. Ich hock weg. Oh, shit. Oh, fuck, ich spawn. Oh, fuck, jetzt muss ich hier aufpassen, dass hier nicht ein Item ist. Ist nicht hidden? Ja, aber spring ich jetzt nicht. So. Ah. Nur Glück. Ah, nee. Ja. Ah, ja, ich muss da oben. Ja, genau. Guck da. Ich war kurz besiegt. Meine geilen Helden. Ich wollte gerade sagen, 100% erreichst du nie, aber das wäre ja gelogen. 100% erreichst du schon. Oh, scheiße, das sind ja normale Dunkle. Ja. Die teils eigentlich schlimmer sind als Kommandos. Ja, okay, gut. Wenn du ein Lightbeam hast, dann ist das no problem. Das Gute am Lightbeam ist ja, dass der sogar ein bisschen zielt. Ja. Yeah. Sehr schön. Ganz ein bisschen. Alter, watch your health. Hello?
fuck, meine Health. Fuck. Hurry up, Mann. Nein, Schuss, du musst mit dem Dark Beam auf die Dinger schießen. Ja, ich mag's ja. Ich häng hinterher ein bisschen, okay. Ah, goddammit. Geduld. Ey, ich hasse das. Er fickt uns so oft, das Wunder, so. Du bist immer so übelst geil geduldig beim ersten Versuch und beim zweiten Versuch willst du rushen. Aha. Na naja, okay, übertrieben ja, gesagt, aber. Ja. So, jetzt hab ich. Ah Gott! Ja, what the fuck? Ich bin gestorben! Warum rollst du da durch? Du hast nicht 7 Tags, hallo? Ich hab ja. Das nur so im Kopf. Ja. Oh Mann. In Part 16 steht doch in der Beschreibung, Schmunzels Muscle Memory lässt ihn nie im Stich. Ja, und genauso ja. Habe ich es immer gemacht. Aber du vergisst, dass bei unseren Projekten mittlerweile du out of the box finden musst. Ja. Ich weiß. Nein. Na gut, das, ich ja, hab das schnell wieder eingeholt. Ja, man sieht ja schon, man merkt ja, dass das Echo schon ein bisschen. Ja, ja, wäre das alles Exitus gewesen, wäre so auch. Ey, scheiße. Dein erster Death in Prime 1. Naja, da ist mir halt die Muscle Memory echt zum Verhängnis geworden. Weil sie so mein Brain. Psst, hey, lauf durch, weißt du nicht mehr viel? Ja, stimmt. Ah, ja, stimmt. Dinosaurs Laserbeams. Ja, zum Glück können die ja. So scheiß schlecht ziehen. Werden halt nicht von Marty Kessler gesprochen. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wobei, ist ja schon geil. Einfach. Aber so einfach ein Stöhner von Martin Kessler. Ich hab früher immer gedacht, wenn diese Stampfdinger auf die Kraft KO. Leider nicht. Ja, aber dachtest du? Ich dachte immer, ja, weil es zerquetscht ja, nicht. Aus Resident Evil 4 lernen wir, wenn sich was zerquetscht, stirbst du. Ja, nicht nur dort, auch in vielen anderen Spielen ist ja, das. Ah, oh, Gott! Boah, Alter, wie er dich gegen die Wand gestrikt ja, hat. Scheiße. Scheiße. Ja, ich hasse die Dinger. Wirklich klar, glaube ich, teilweise die schlimmsten Gegner. Persistent Sons of Bitches. Alter, du kannst so glücklich sein, den Springball zu haben. Ja. Ja, das übel. Unmengen an Zeit. Ich brauche immer 5 Minuten, bis ich da durch bin. Piratenplatten. Platten ist ja. Wieso kommen die nicht? Wir wollen nicht surprisen. Ah, hier sind sie. Surprise, Bounty Hunter! Ich find's ja geil, wie eigentlich hier kannst du dir voll die Mühe sparen und die beiden Lichtkristalle aktivieren. Ja, sterben sie. Weil die springen genau rein. Okay, also. Die oben wohl abschießen. Ja. Musst dir halt die Zeit nehmen. Und davon ausgehen, dass es reicht. Mit dem Lightbeam, oder? Die Tentakeldinger. Ich glaube, da reicht's, wenn du mit dem Powerbeam feuerst. Ich hab noch nie im Leben auf. Ja, aber einfach durchlaufen bringt halt mehr auch nichts. Ja, gut, ja, ich bin nie durchlaufen. Ich bin halt.
Ja, voll, voll. Du musst halt A pressen und dann laufen und einfach mal gucken. Wenn sie nicht ausweichen, dann ist gut. Wenn nicht, dann bleibt geknallt. Ja, doch. Das wird schon reichen, mein Gott. So. Ja, ich bin. Ja. Jetzt müsste ich eigentlich in dem, genau in dem. Ah ja, das ist ein geiler Raum. Genau, und hier ist ja dann zum Glück wieder Speicherstation. Und ein Upside ordentlich Kristall. Also okay. Ja, so, wenn ich hier speichern. Ob die Lumina auch so gespeichert haben? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist ja irgendwie so eine einfach so eine Heilstation. Mysterious Laser Beams halt. Schade, dass wir sowas nicht haben. Ja. Ja, voll. Oh, the, oh, the.